Servus Leute, hier ist wieder euer Boompower und herzlich willkommen zu Guten Neuigkeiten, dem Format, der es jetzt hoffentlich nicht mehr so häufig kommt. Nein, Spaß, aber herzlich willkommen zu Guten Neuigkeiten. Über mir befindet sich übrigens die Sonne. Ist zwar nur eine Lampe, aber die Sonne. Praise the sun! Okay, zum Thema. Ich bin soweit jetzt erstmal mit den Vorbereitungen fertig. Das bedeutet, aufwendige Videos geschnitten, alte Projekte geschnitten. Und deswegen würde ich euch jetzt mal mitnehmen auf eine Reise in die Konzeptzukunft. Bedeutet so viel wie, was kommt bis zum neuen Konzept? Wie verarbeite ich da die alten und neuen Projekte und wie und was und sowieso? Und das Ganze möglichst kurz, das nenne ich mal eine Challenge. Nicht hier die Prank-Challenge. Gut, also, die nächsten Samstage werden vollgestopft sein mit speziellen Videos. Anfangen wird das Ganze bereits diesen Samstag. Das heißt, guckt es am besten topaktuell, sonst könntet ihr bereits was verpasst haben. Und zwar mit Teneriffa. Also, letztendlich, es kommen jetzt immer Urlaubsvideos. Ganz kurz nur dazu gesagt, ich sag nur die Insel, Ländernamen, was auch immer. Weiter geht's den Samstag drauf mit Norwegen. Den nächsten Samstag drauf kommt Norddeutschland. Und den vierten und vorerst letzten vorgeplanten Samstag wird es ein Overwatch-Lootbox-Opening geben. Und nein, das ist keine neue Insel, die im Pazifik entdeckt wurde. Das ist ein Spiel und da mache ich Kisten auf. Also kein Urlaubsvideo mehr. Aber aufwendiger. Gut, die Samstage sind voll. Aber wir haben ja noch zwei Projekte zum Klären. Zum einen Roam 2 und zum anderen Train Rally. Wie werden die jetzt eingebunden? Das ist prinzipiell relativ einfach. Die erste Folge Roam wird, wie geplant, am kommenden Sonntag kommen. Das heißt, direkt einen Tag nach Teneriffa. Dann am Montag und Dienstag kommen zwei Folgen Train Rally. Dann am Mittwoch, das heißt wieder gleichen Tag danach, kommt Roam 2. Das ist jetzt nämlich besonders. Die nächsten zwei Tage drauf kommt dann wieder Train Rally. Das heißt Donnerstag und Freitag. Dann kommt ja wieder der Samstag, der ja schon vorgeplant ist. Und dann kann man wieder Roam 2 am Sonntag bringen. Bedeutet, wir haben die drei Folgen fertig. Aber es fehlt ja noch eine Folge Train Rally und die haue ich einfach dann am Montag drauf einfach raus. Ihr habt das Ganze bereits über mir gesehen. Das heißt, prinzipiell war es auch nicht sehr schwer zu verstehen. Höchstens vielleicht für Handy-User, denn die haben das vielleicht nicht wirklich sehen können. Aber deswegen habe ich es ja auch nochmal erklärt. So, die alten Projekte sind abgeschlossen. Was kommt jetzt aber in der Zukunft? Und auch das ist eigentlich sehr schnell erklärt. Es könnte sich vielleicht als kompliziert entpuppen. Das hoffe ich jetzt aber mal nicht. Deswegen Erklärung. Montag bis Freitag, wie gewohnt, so unter der Woche Rhythmus, wird es ein Projekt geben. Das wird zwischen 15 und 20 Minuten dauern. Und was das genau ist, weiß ich selber noch nicht so genau. Unter dem letzten Infovideo stand City Skylines. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir nur so, wieso ist mir das nicht gleich eingefallen? Natürlich, mir ist es irgendwie wahrscheinlich aus dem Kopf geflutscht, weil ich die Map, die ich bauen wollte, nicht mehr weiterbaue und wahrscheinlich auch nicht fertig bauen werde und wie und was und ja, deswegen, ihr könnt mir sehr gerne unten rein in die Kommentare schreiben, was ich denn für eine Map dann spielen soll. Oder vielleicht, also irgendeine oder so und mit Link, aber bitte zu Steam und nicht zu was anderem, denn sonst blocke ich euch gleich sofort, weil ich weiß nicht, ob ich mir dann Trojaner oder eine City Skylines Map runterladen werde. So, habe ich das jetzt irgendwie einigermaßen richtig erklärt? Ich weiß es nicht so genau, ich hoffe es einfach an dieser Stelle mal. Wichtig jetzt für euch auf jeden Fall, Montag bis Freitag, 15 bis 20 Minuten, jeden Tag eine Folge, irgendein Projekt. Wahrscheinlich City Skylines, könnte aber auch was anderes sein. Gut, Montag und Freitag, das ist jetzt ganz essentiell, nur zwei Folgen unter der Woche, wird es dann Empire geben. Empire wurde ja wirklich schon für mich jetzt relativ häufig nachgefragt, tatsächlich. Und ich meine, ich wäre ja blöd, wenn ich das dann nicht annehmen würde, diese Wünsche. Insbesondere, weil mir das Spiel ja auch an sich Spaß macht. Das kommt wiederum so zwischen 20 und 30 Minuten, tendenziell eher 25 Minus Minuten, bedeutet irgendwas zwischen 20 und 25 Minuten, wenn es mal eine halbe Stunde dauert, ihr wisst Bescheid. Das Ganze kommt, wie gesagt, zweimal in der Woche, Montag und Freitag. Ich geleite euch also damit in die Woche rein und aus der Woche wieder heraus. Samstags gibt es wie gewohnt aufwendigere Videos oder auch mal keine Videos. Vielleicht werde ich da auch irgendwann dann mal Livestreams hochladen, die ich irgendwie aufgezeichnet habe oder so. Aber ja, das mit den Livestreams ist eh so eine Geschichte, die steht eh momentan noch so.
auf einem anderen Papier. Was ist das hier eigentlich? Die Zukunft der Energie entsteht hier. Dankeschön. Ich bin ein wenig verrückt, oder? Nein, gar nicht. Nein. Cut! Und zu guter Letzt gibt es dann noch den Sonntag und der wird hoffentlich wie gewohnt in Total War Koop-Manier stattfinden. Da ja Rome 2 vorbei ist, wird es wahrscheinlich Shogun 2 geben. Was aber wiederum ein wenig anders ist, ist die Tatsache, dass es von einer Stunde auf 45 Minuten runtergecuttet wird. Also was heißt gecuttet? Es wird einfach weniger aufgenommen, so gesehen. Und wenn ihr jetzt mal so grob überschlagt, welche Zeiten ihr gesehen habt, werdet ihr merken, ich nehme deutlich weniger auf. Geschuldet ist das, wie ich schon dutzende Male die letzten Monate gesagt habe, dem Studium. Das böse Studium ist daran schuld, beziehungsweise was heißt böse? Es ist ein gutes Studium und ich möchte mich voll und ganz darauf konzentrieren. So, und genau aus diesem Grund gibt es ja halt weniger Videos und wie und was und sowieso und ja, ihr kennt das Prozedere. Aber zwei Dinge dürft ihr nie vergessen. Erstens, ich lasse mir extra so viel Spielraum, weil ich ja vielleicht noch Livestreams machen will oder so. Und ich ja noch nicht genau weiß, wie viel Zeit ich jetzt da in wann investieren muss und wie viel Zeit ich generell noch haben werde und so. Und zweitens, es gibt ja noch Hintergrundarbeiten. Was ihr nie vergessen dürft, das ist ja nicht einfach nur Aufnahme an, Aufnahme stopp und fertig. Das Ganze muss ja noch gerendert werden, geschnitten werden, was eigentlich ja quasi ein Prozess ist, aber trotzdem. Es muss hochgeladen werden, es müssen die Thumbnails gemacht werden, es muss auf YouTube eingestellt werden. Und summa summarum komme ich dann wahrscheinlich trotzdem auf meine 10 bis 11 Stunden, die ich allein in YouTube dann investieren müsste. Und das ist doch schon viel. Gut, wenn man bedenkt, dass ein sehr großer Teil Rendern und Hochladen wahrscheinlich in der Nacht stattfinden kann. Das heißt, da allein schon 7 Stunden wegfallen. Ja, es klingt ein bisschen dramatisch, aber behaltet es für euch. Hat keiner gehört. Ja, das heißt, das war's soweit. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen kurz, witzig und informativ trotzdem rübergebracht. Ansonsten, ja, nochmal ganz kurz zur Zusammenfassung. Wie das Ganze ja jetzt bis zu dem neuen Konzept abläuft, wisst ihr. Im abwechselnden Rhythmus gibt es Rome 2 und Train Rally. Und dann am Samstag gibt es immer wieder Spezialvideos und irgendwann läuft dann das neue Konzept an mit einem Spiel, das ich selber noch nicht weiß, wahrscheinlich aber Tendenz City Skylines. Und ja, hoffe euch hat das Video gefallen. Nicht vergessen, praise the sun und bis zum nächsten Mal.